Liebe Zuschauer, seine Lebensgeschichte hört sich an wie ein spannender Krimi. Wenn Sie beim ersten Gespräch mit dem ziemlich besten Schurken Josef Müller nicht dabei gewesen sind, dann möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick geben. In seinem gleichnamigen Buch »Der ziemlich beste Schurke« heißt es unter anderem: Die Münchner Schickeria kannte ihn nur als den Konsul von Panama, der es im Rollstuhl zum Multimillionär brachte. In seiner grenzenlosen Gier nach Reichtum wurde er zum Geldwäscher der amerikanischen Drogenmafia. Den wahren Reichtum fand er erst, als er alles verloren hatte. Wie es dazu kam, wird uns Josef Müller im weiteren Verlauf dieses Gespräches noch erklären. Herzlich willkommen, lieber Josef Müller, und wir sind gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Hallo Herr Klempner, es freut mich, hier Gast zu sein. Danke. Wir haben unseren ersten Teil beendet mit dem Hinweis, dass Sie von einem Amerikaner, der sich als Gangster sozusagen entpuppte, 40 Millionen Dollar von Amerika nach Deutschland verschoben haben. Aber diese 40 Millionen sind dann irgendwo verspekuliert worden und Sie haben nichts mehr von diesem Geld. Heute beginnen wir mit einer Geschichte, die sich auf der Insel Mallorca abgespielt hat. Sie befinden sich auf Ihrer Luxusjacht und leben sozusagen in Saus und Braus und bekommen dann einen Anruf, und da wird Ihnen gesagt: Herr Müller, fliehen Sie ins Ausland. Was ist passiert? Ja, ich erinnere mich wie heute noch, weil ich eigentlich auf einen Anruf meines Anwaltes nicht gefasst war. Mein Anwalt hat mich angerufen, und zwar hat sich Folgendes ereignet. Ich selbst hatte früher eine Vermögensverwaltung, und in dieser Vermögensverwaltung hatte ich unter anderem für 400 Anleger 20 Millionen Euro verwaltet, und da habe ich mit dem Geld an der Börse spekuliert. Und jetzt ist Folgendes passiert, dass ich plötzlich eines Tages, ich habe das Investitionskonto an der Börse online geführt über den Computer, und ich konnte plötzlich nicht mehr in mein Konto. Und da dachte ich zuerst, es wäre ein technischer Fehler, und rief damals die Bank an, um herauszufinden, wann der Kontozugang wieder frei geworden oder wann er frei wird. Passiert ist Folgendes: Die Bank hat mir erklärt, dass ich nicht mehr Eigentümer des Kontos war. Und ich habe ja auf dem Konto diese 20 Millionen nicht für mich, sondern für Anleger verwaltet. Und daraufhin habe ich natürlich ganz bestürzt und aufgeregt den Bankmanager gefragt, warum ich denn nicht mehr an das Geld komme und warum es mir verwehrt sei. Und dann sagten sie, sie sind nicht mehr Eigentümer der GmbH, die damals dieses Geld verwaltet hat, sondern es seien andere gekommen, die haben sich dieses Kontos, dieser GmbH sind neue Eigentümer, ein neuer Geschäftsführer, und sie sind nicht mehr in dem Geschäft des Kontos zu verwalten, sie sind nicht mehr berechtigt. Daraufhin habe ich ihn bestürzt und schockiert gefragt, ja, wer ist denn der neue Eigentümer? Und mir wurde keine Antwort gegeben. Zugleich gab es natürlich Dinge, wenn Sie das Geld nicht mehr verwalten können, war natürlich das Problem, wenn Sie der einzige Zahlungsberechtigte sind, dass die Anleger natürlich Sie haftbar machen für das Geld. Und auch, und das muss ich dazu sagen, auch die Justiz natürlich. Und bei solchen Summen werden Sie zuerst einmal, im ersten Anschein nach, kommen Sie schnell in Untersuchungshaft. Und da hat mir mein Anwalt, nachdem er das erfahren hat, gesagt, Sie müssen jetzt mal auf die Seite, wenn Sie beweisen wollen, wir hatten vorher schon ein Gespräch, dass Sie nicht das Geld genommen haben. Und daraufhin war ich eben mit meiner damaligen Frau auf Mallorca, auf meiner Yacht, und er sagt, fliehen Sie. Dann sage ich, ich bin ja schon eigentlich im Ausland, aber ich musste dann wieder zurück nach Deutschland, und er hat gesagt, dass es nur zwei Alternativen gibt. Entweder die Anleger
Klagen gegen den Neuen, der sich das Geld jetzt angeeignet hat. Dann hätten die allerdings erfahren, dass ich früher schon mal verurteilt worden bin wegen Steuerhinterziehung, Betrug und so Dinge aus einem anderen Vergehen heraus. Und wissen Sie, dann hätten die das Geld abgezogen, dann wäre die Firma zusammengebrochen. Auf der anderen Seite dachte ich mir, mir kam da diese Geschichte von Dr. Kimball, der auf Flucht gegangen ist, um seine Unschuld zu beweisen, dass seine Ehefrau nicht ermordet hat. Und so schlimm war es nicht bei mir, aber ich wollte beweisen, dass ich nicht derjenige war und wollte herausfinden, wer sich des Geldes, dieser 20 Millionen, die ich verwaltet habe und dafür gerade stehen musste, wer dieserjenige war. Und damit hat mein Anwalt gesagt, dann musst du ins Ausland und musst du schauen, dass du es dort beweisen kannst. Weil wenn du ins Gefängnis kommst, kannst du gar nichts beweisen, dann kommst du gar keine Unterlagen und dann beweist dir erst einmal die Staatsanwaltschaft und die Polizei, dass du es warst. Und darauf wollte ich auf freien Fuß bleiben und bin dann eben auf Flucht gegangen. Und ich wusste nicht, wie man sowas macht. Ich hatte meine Eltern in München, meine Frau, meine Hunde, alles, mein Lebensmittelpunkt war in München. Und so bin ich eben dann über Wien, London, um meine Spur ein bisschen, ich sage in Anführungszeichen, ein bisschen zu verwischen, damit man mich nicht gleich fängt, bin ich also dann nach Amerika und hatte mir dort, und das war schon einer der Zufälle, vor einem halben Jahr zuvor in Miami ein Penthouse gekauft, direkt am Wasser, von dem Sohn von Trump, bekannten Millionär in Amerika, von Donald Trump. Und da hatte ich mir eben ein Penthouse gekauft und jetzt, ich gehe normalerweise nur in Hotels, wenn ich im Ausland bin und will man sich halt auch gut gehen lassen. Und ich wusste eigentlich nicht, warum ich mir dieses Apartment gekauft habe, dieses Penthouse, das große. Und jetzt wusste ich es, weil jetzt konnte ich es benutzen und bin dann in dieses Penthouse gegangen, um eben dort am Schreibtisch und durch Telefonate, durch Ermittlungen selbst festzustellen, wer dieses Geld eben genommen hatte. Und das gelang mir und daraufhin habe ich den Ermittlungsbehörden eben geschrieben aus Amerika mit einem Fax, wie meine Recherchen waren, habe das allerdings so verschleiert, dass sie nicht wussten, wo ich war. Und das war der Grund, dass ich auf Flucht gehen wollte. Und das Lustige an der Sache ist das, ich bin als von der Ausbildung her Steuerberater, Finanzfachmann, man nennt mich Finanzjongleur, wie auch immer, aber mit kriminellen Dingen, also hier auf Flucht gehen, hatte ich nichts zu tun. Allerdings muss ich lustig gestehen, ich habe keinen Tatort verpasst in der ARD und habe dort immer gesehen, wie man das macht, so ungefähr. Und so bin ich also zum Zuschauer geworden. Und hernach konnte ich es ein bisschen in der Praxis umsetzen. Dort in Florida, in Miami, haben Sie dann auch Ihre Zeit zum Teil totgeschlagen mit Drogen, Alkohol oder auch mit gekauften Mädchen? Ja. Und irgendwann überfiel Sie eine Todessehnsucht. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich hatte, nur mal um das Volumen zu sehen, ich war 6 Monate, war ich auf der Flucht und auch hauptsächlich in Amerika, bin dort ein bisschen rumgefahren, habe von Los Angeles Postkarten geschrieben, und um meine Spur ein bisschen zu verwischen, und hat in den 6 Monaten auch $600.000 ausgegeben, also pro Monat 100.000, das auch den Lebensstil dann dementsprechend untermauert, mit leichten Mädchen und allen möglichen Partys. Es war so, dass ich in diesem Fall ich hatte alles im Leben gehabt, ich habe alles gemacht und irgendwie war das also nicht, ich hatte Todessehnsucht, indem ich mir gedacht habe, du hast alles schon erlebt im Leben und du kannst eigentlich brauchst da gar nicht mehr weiterleben. Das Leben wurde mir vielleicht auch durch die Drogen und auch Alkohol, es war mir eigentlich irgendwie überdrüssig, was mir noch nie war im Leben. Ich habe die Brüstung, ich habe mein Penthouse, die Tür aufgemacht und schaue da runter, es war 20. Stock, unten sind die Palmen. Und ich war wirklich so, und es war wie so ein Zug in mir, vielleicht meinem Leben ein Ende zu setzen. Und ich wäre da vom Rollstuhl aus über die Brüstung da runtergesprungen. Und plötzlich passierte etwas, was mir noch nie im Leben passiert ist. Ich hörte eine Stimme, die ich nicht zuordnen konnte. Also es war nicht eine Stimme jetzt aus den Gedanken heraus, dass ich gesagt habe, durch Überlegung, sondern ich habe sie phonetisch, ich habe sie richtig von außen vernommen. Und die Stimme hat zu mir gesagt,
dass ich eigentlich im Leben noch nie feig war. Ich habe immer meinem Mann gestanden für die Tat oder für das, was ich im Leben gemacht habe. Und wenn es auch mal schlecht war, dann habe ich immer die Konsequenzen daraus gezogen. Aber die Stimme hat weiter zu mir gesagt, sei nicht feig, geh zurück nach Deutschland. Du hast es bewiesen, dass du das Geld nicht hattest und stell dich dort den Justizbehörden. Weil die haben mich mittlerweile gesucht mit einer 40-köpfigen Sondermannschaft, weil die deutsche Presse geschrieben hat, Rollstuhlfahrer und Konsul, ich war damals Honorarkonsul der Republik Panama, Konsul im Rollstuhl blamiert die deutsche Justiz. Weil die gesagt hat, die Presse, wie wollt ihr Al-Qaida oder organisierte Kriminelle erfinden, wenn ihr nicht einmal einen findet, der unveränderlich im Rollstuhl sitzt. Und sie hatten einen weltweiten Haftbefehl, einen International Warrant of Arrest ausgebracht. Der musste alle 6 Monate erneuert werden. Und dieser Haftbefehl, die waren eben auf der Suche nach mir. Die haben eine Sondermannschaft da gegründet in München. Und dann habe ich mir gedacht, gehe ich zurück durch diese Stimme. Ich habe zuerst gedacht, es ist jetzt ein Freund da oder es ist ein Lautsprecher. Ich bin der Sache nachgegangen, weil wenn Sie was von außen hören, dann muss ja woher kommen, es muss ja eine Quelle geben. Aber ich fand keine Quelle. Trotzdem war diese Sprache immer in mir vorhanden und ich habe eigentlich geplant. Und ich gehe zurück, zurückzugehen nach Deutschland. Und ich gehe zurück und schiebe diese Balkontür zu und dann sehe ich auf meine paar Bücher, die ich da hatte. Und da fiel eben ein Zettel raus oder hing ein Zettel raus. Und da war, und ich, ordnungsgemäß gehe ich da hin, wollte es reinschieben und schaue mir den Zettel an. Es war ein blauer, ich habe das heute noch, ein blauer Karton, das war von der Christoffel-Blinden-Mission, da stand drauf, dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst, Joshua 1,9. Und da haben wir gedacht, das passt auf meine Situation. Der Joshua ist ein taffer Typ. Ich wusste nicht, wer der Joshua war. Ich habe mir gedacht, den musst du mal kennenlernen. Der kennt sich aus, weil das war, ich war ja allein auf Flucht. Und wenn dein Gott, ich kannte ja Gott nicht so, aber auch wenn ich früher Messdiener war, mal für kurze Zeit, aber und ich bin in katholischen Verhältnissen aufgewachsen dass ein Gott mit einem ist, wenn man auf Flucht ist, das hat mir richtig Kraft gegeben. Und da habe ich immer wieder diesen Zettel gelesen, 3-mal am Tag, dein Gott ist mit dir, egal wohin du auch gehst. Und das hat mich so ergriffen, dass ich mir gedacht habe, also, da kann dir ja eigentlich nichts passieren. Und dann gehst du zurück, so ungefähr. Und dann eben bin ich über Wien eingereist, in Europa wieder. Ich wollte mich stellen, wollte vorher noch ein Geburtstagsfest mit meiner Gattin feiern, in Salzburg. Aber ich habe schon telefoniert mit meiner Frau. Und die war unter Telefonüberwachung. Dann haben sie mich rausgefischt aus dem Hotel eben in Wien. Und da ich damals einen anderen Namen angenommen hat, mit einem anderen Pass, haben sie, nachdem sie mein Hotelzimmer in Wien durchsucht hatten und nur festgestellt hatten, der heißt nicht Müller, waren sie der Meinung, dass sie sich geirrt haben und waren schon wieder am Gehen, haben gedacht, das ist ein anderer Rollstuhlfahrer. Ich habe nur Englisch gesprochen, weil ich hatte einen englischen Pass auf den Namen Leontine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr echauffiert, dass man mir mein Hotelzimmer durchsucht und. Und dann habe ich mir gedacht, warum bist du eigentlich rübergekommen? Da habe ich mich an die Stimme wieder erinnert. Stell dich, mach klar einen Tisch. Und da habe ich gesagt, ich bin schon der, den ihr sucht. Und dann sind die wie angewurzelt beim Rausgehen stehen geblieben. Und dann bin ich mit denen mitgegangen, eben habe ich zusammengepackt und bin mit denen mitgegangen ins Gefängnis nach Josefstadt in Wien Innenstadt. Um zur Auslieferung dann nach Deutschland. So konnte ich mich leider nicht in Deutschland stellen, aber ich habe mich praktisch in Wien dann gestellt. Und wenn ich das noch schnell anfügen darf, da ist etwas Wundersames passiert. Ich war in Wien 10 Tage im Gefängnis und sah diese und war in der Bibliothek. Und in der Bibliothek, hatte ich ein Buch gesehen, das in roten Umschlag war und da war eben drauf gestanden, das Neue. Und ohne zu wissen, was das Neue jetzt für mich ist, habe ich das rausgezogen und da war drin gestanden, die gute Nachricht nach Matthäus, gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes.
Da habe ich mir gedacht, also das ist eine gute Geschichte. Ich bin jetzt im Gefängnis und gute Nachrichten kann ich brauchen. Und so habe ich mir dieses Buch genommen und habe begonnen, ohne zu wissen, ich habe es dann natürlich festgestellt, dass es das Neue Testament war. Und so trat eigentlich Gott mit dieser Verbindung, mit diesem Joshua, Gott ist mit dir, mit diesem Buch des Neuen Testamentes, von hinten praktisch an mich heran und hat mir etwas über das Leben von Jesus erzählt. Wunderbar. In diesem Neuen Testament steht auch die wunderbare Geschichte vom Gleichnis, vom verlorenen Sohn, ja. Dieses Gleichnis, das Jesus selbst erzählt. Der verlorene Sohn, der sich ja von seinem Vater lossagt, in diesem Falle ist Gott gemeint, und er verprasst sein ganzes Vermögen, landet irgendwann im Schweinestall und kommt dann sozusagen zu sich selbst, aber er findet dann auch irgendwo zu Gott und er erinnert sich daran, wie gut es ihm doch gegangen sei, als er noch mit Gott verbunden war. Kamen solche Gedanken auch bei Ihnen auf im Gefängnis? Es gibt eine Parallele auch in meinem wirklichen Leben, nachdem ich das sofort dann später in Lukas 15 gelesen hatte. Und zwar, ich hatte einen 97-jährigen Vater, damals war das 90-jähriger, 89-jähriger Vater, der alleine war und der, ich bin der einzige Sohn. Mein Vater war eigentlich bei der Kripo, lustigerweise der einzige Sohn, wird dann gesucht. Meine Mutter war OP-Schwester und es waren sehr herzliche Leute und ich bin sehr gut aufgewachsen. Und ich bin dann irgendwann, natürlich habe ich mein Elternhaus verlassen und habe dann, wo ich viel Geld hatte, natürlich schon genauso gelebt. Also ich meine, ich habe mein Geld auch verprasst. Und teilweise auch ein Wohnhaus meines Vaters, meiner Eltern. Und so könnte man fast hier sehr große Parallele sogar ziehen, weil ich das Geld zu Lebzeiten meines Vaters, das er erarbeitet hat und erwirtschaftet hat, verprasst habe. Und zwar auch mit leichten Mädchen, würde ich mir sagen. Und jetzt kam ich wieder zurück. Und mein Erlebnis war auch das, wie ich meinen Vater wieder getroffen habe, hat er mich in die Arme genommen. Und jetzt habe ich natürlich auch gedacht, es gibt jetzt Ärger einfach, weil der Vater, der einzige Sohn, der Vater bei der Kripo gewesen früher, aber mein Vater hat nichts gesagt. Mein Vater hat nur gesagt, Sohn, das, was du getan hast, musst du verantworten. Mhm. Aber du bist mein Sohn nach wie vor. Und da kamen mir sofort die Tränen, weil so viel, jeder andere Vater hätte vielleicht einmal ein Wort verloren, hätte gesagt, was du gemacht hast und so, davon nehme ich Abstand oder wie auch immer. Mein Vater hat mich in die Arme genommen, hat nichts gesagt und das war echt stark. Und diese Parallele habe ich natürlich gesehen dann in Lukas 15, wie ich dann nach Hause gekommen bin, reumütig. Und genauso war es auch mit meinem Vater, mit meinem himmlischen Vater. Ich war früher eben Ministrant, Messdiener in der katholischen Kirche. Ich bin jeden Sonntag auch in die Kirche gegangen, wobei, ich muss dazu sagen, vielleicht nicht um Gott zu zelebrieren oder zu dienen, sondern weil es da schon schön ruhig war in der Kirche. Diese eine Stunde in Ruhe in meinem hektischen Leben, die habe ich schon genossen. Aber ich bin zurück und dann kam er und hat mich durch er hat mir die Hand gereicht, durch das Neue Testament, durch diese Geschichte, wie ich zu ihm kam. Und er hat nie in irgendeiner Weise, so hatte ich den Eindruck, ich hatte immer ein liebevolles Empfangen gehabt. Und diese Parallele zwischen dem verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, und der Josef Müller, der zu seinem Vater, mein Vater heißt auch Josef nach Hause kommt, das war nicht zu übersehen. Und das hat mir gezeigt, dass hier Liebe da ist. Das hat mir nachvollziehen lassen, dass Gott ein liebender Gott ist. Dass egal, wenn du bereust, und ich habe weiß Gott bereut, ich habe 3 Tage lang geweint über meine eigene Oberflächlichkeit. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt über meine Fehler jetzt auch noch das darbringen will, aber es ist mir wie mein ganzes Leben ist mir runtergerissen worden, dass ich nur dem Geld verhangen war, nur der eigenen Sucht, Spaß und Vergnügen zu haben und eigentlich nichts Bewegendes für mich selbst getan hat. Hat sich meine Seele irgendwo gemeldet. Und da bin ich empfangen worden, geistig wie körperlich von meinem Vater, von meinem irdischen Vater und bin mit liebenden Armen aufgenommen worden. Obwohl ich es, muss ich immer wieder sagen, nicht verstand, weil ich habe es eigentlich nicht verdient. Und daraus resultierte wortwörtlich das Wort Gnade.
Sie haben immer wieder von Ihrem Vater gesagt, dass Sie eigentlich Zeit Ihres Lebens ein bisschen die Anerkennung und auch die Liebe von Ihrem Vater vermisst haben und das dann auch irgendwo später vielleicht durch Geld und Reichtum kompensieren wollten. Und nun besucht Sie Ihr 89-jähriger Vater im Gefängnis, während Ihre damaligen Freunde Sie natürlich völlig im Regen stehen ließen und keiner von Ihnen ins Gefängnis kam. Und Ihr Vater brachte Ihnen damals ein Buch von Jörg Müller mit. Und dieses Buch von einem Ordensmann und Psychotherapeuten, wie gesagt, namens Jörg Müller, hatte den Titel Gott heilt auch dich. Und dieses Buch war geradezu Balsam für Ihre Seele. Was haben Sie in diesem Buch für Anstöße zu Ihrem neuen Leben bekommen? Ich muss vielleicht so beginnen. Mein Vater als richtig schwergläubiger Katholik hat mir immer, er war auch im Kirchenbeirat und hat mir immer eigentlich so Büchlein, so Traktate über Kirche, über Jesus, über Gott zugesteckt. Und ich habe es, weil ich im Geld und in meiner eigenen Zeit so verhangen bin, in meinem Erfolgssystem, meinem müllerschen Geld-Erfolgssystem, habe ich das immer auf die Seite gelegt. Ich habe zwar genommen als Anstand von meinem Vater, aber ich habe es nie gelesen. Und jetzt, wie ich im Gefängnis war und er mir dieses Büchlein von Dr. Jörg Müller, der Palutinerpater in Freising bei uns in München war oder ist und Psychotherapeut, hatte ich Zeit, das zu lesen. Und ja, Gott heilt auch dich, das war schon wieder so ein Titel, der mir nicht ganz klar war, aber ich hatte Zeit. Und ich schlug auf und dort in diesem Büchlein war etwas gestanden, was ich total bejahen konnte, nämlich, und ich will jetzt hier niemanden treffen, aber er hat geschrieben, nicht ich, sondern er hat geschrieben, dass in den Kirchen die Menschen unerlöst ausschauen, dass sie traurig ausschauen, dass es nicht eine frohe Botschaft ist das Neue Testament hat, wie gesagt, in Wien hat geheißen, die gute Nachricht. Und wenn man gute Nachrichten bekommt, dann gibt es ja auch im Prinzip Freude. Und das hat er gesagt, da gab es wenig Freude, das hat ihn nicht motiviert dazu. Und das konnte ich irgendwie unterschreiben und ich fühlte mich verstanden. Allerdings hat er dann gesagt, ist er zu der charismatischen Erneuerung gekommen, der katholischen Kirche. Und da haben Menschen, sind hochgesprungen, haben für Jesus getanzt, haben gesungen. Und da war richtig, ist richtig, die Leute haben freudig ausgesehen. Und da habe ich gesagt, das will ich auch haben. Das macht mir Spaß. Da kann ich jemanden, da sieht man es, okay? Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, die Leute laufen ja in ihr Grab mit hängenden Mundwinkeln. Und da hat man Jesus gelobt und zelebriert. Und da bin ich das erste Mal in meinem Leben mit dem Lobpreis Gottes und Lobpreis Jesus und des Heiligen Geistes in Berührung gekommen. Und ich habe das Buch verschlungen und habe gesagt, das will ich auch haben, weil hier, glaube ich, wird jemand angebetet. Dort kommt die Anbetung zum richtigen Ausdruck. Und da ich ein impulsiver Mensch bin, wie Sie mittlerweile festgestellt haben, und das mit Leib und Seele dahinter bin, dann habe ich gesagt, das ist das genau das Richtige. Und da kam mir das und dann stand auch von Lebensübergabe und Gott ist immer für dich da. Und das hat dann auch mit dem Spruch von Joshua 1,9 im Zusammenhang zu sehen, dass Gott immer mit dir ist. Es ist nicht ein Gott, Sonntagsgott in der Kirche, sondern es ist ein Gott, der jeden Augenblick mit dir ist, der das Leben teilen will, der es liebt, wenn du zu ihm kommst. Und das konnte ich später feststellen. Und das ist heute auch die Kraft, aus der ich lebe. Nämlich aus der Kraft des Heiligen Geistes, der mich berät, der mit mir da ist und der mir es überhaupt möglich gemacht hat, eine so komplette Lebensänderung. Sie müssen sich vorstellen, ich schaue auf mein Leben zurück, das wirklich total egoistisch und geldmäßig aufgebaut war. Und heute schäme ich mich dafür, dass ich so gelebt habe, 50 Jahre lang. Aber es war nicht zu spät und Gott hat immer einen perfekten Plan für den Menschen und auch für den Josef Müller. Wunderbar. Diese Begeisterung, die kommt einfach vom Heiligen Geist. Ja. Der Apostel Paulus sagt einmal im Römerbrief, Gottes Geist gibt unserem Geist die Gewissheit, dass wir seine Kinder sind. Das heißt, sie haben hier im Gefängnis zum ersten Mal eigentlich erkannt,
dass Gott ein persönliches Verhältnis zu uns haben möchte. Wir haben gerade vom verlorenen Sohn gesprochen. Nicht das Gleichnis, das Jesus erzählt und wo er uns einfach zeigt, dass wir ein liebendes Verhältnis auch zu unserem himmlischen Vater und zu Jesus haben dürfen. Und das war die neue Erkenntnis, dass sie einfach mit Gott so reden können, wie ein Kind mit seiner Mutter oder mit seinem Vater oder mit einem Freund redet. Und dann haben sie im Gefängnis auch eigene Gebete formuliert. Wie hört sich das beispielsweise an, wenn Sie vielleicht mal uns eine kleine Leseprobe oder Kostprobe geben? Ja, ich will Folgendes sagen, und zwar als allererstes, ich wusste ja überhaupt nicht, was ist der wirkliche Glaube. Ich habe das Büchlein gelesen, ich habe mir das vielleicht auch gedacht, aber es war genau so. Ich habe zum Beispiel, hat mir einer, ein Seelsorger, Pastoralreferent, hat mir ein Büchlein gesandt, das war die sogenannte Soldatenbibel. Oder eben Soldatenbibel, da waren die Psalmen drin. Und ich wusste ja nicht, was ein Psalm ist, okay? Aber ich habe das gelesen und da sah ich Psalm 86 und das hat auf meine jetzige Situation genau reflektiert. Da steht drin eben, die Meute der Gewalttäter drohen dir, und ich hatte 400 Leute, die auf mich sauer waren, weil ihr Geld teilweise verschwunden war. Und hilf mir, und da stand auch drin, Gott, steh mir zur Seite und ich bete dich an und so. Und das habe ich gebetet, das war wie Balsam, wie man so schön sagt, Balsam für meine Seele. Ich weiß auch nicht warum, heute weiß ich es, aber es war damals, wie ich die Worte damals eben von David in dem Psalm in den Mund nahm, das war wirklich, das ist runtergegangen, das hätte mich in eine andere Welt gezogen. Und darum habe ich gedacht, Jesus und Gott, ich brauche euch jetzt, ich bin am Ende. Ich bin wirklich am Ende gewesen, meine ganzen Erfolgsrezepte, alles ist das Müllersche Erfolgsrezept, alles ist weggebrochen. Und wenn ich das heute aus meinem Buch lese kurz, wie ich das damals sehe, ich nannte das im Kapitel 24, die Change Manager kommen an Bord. Und ich will daraus nur kurz lesen und will schreiben, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Es stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und ich muss dazu sagen, wenn Sie mit 50 Jahren als erfolgreicher Geschäftsmann ins Gefängnis kommen, dann will ich ganz, habe ich zu mir gesagt, Josef, dann bist du irgendwo in deinem Leben mal kräftig falsch abgebogen. Mhm. Weil ich hatte 4 Steuerkanzleien, 50 Mitarbeiter, eine tolle Freundin, ein Haus am Gardasee und noch ein Boot am Gardasee und ein tolles, schickes Auto. Autos waren immer meine Leidenschaft. Und trotzdem bin ich, habe ich abgehoben einfach, weil ich wollte immer mehr und mehr und mehr. Wenn Sie heute das Thema mit ohne jetzt irgendwie Urteil zu fällen, ganz im Gegenteil, ich kannte auch oder ich kenne Uli Hoeneß, und wieso Menschen überlegen, wieso kann ein erfolgreicher Mensch, der Geld hat, dem es gut geht, der Anerkennung hat, dann immer noch irgendwas machen, was vielleicht strafrechtlich zu beurteilen ist, wie auch immer das Verfahren läuft. Aber ich will nur sagen, genauso war es bei mir auch. Mir ging's gut. Warum musste ich dann noch abheben und noch mehr? Und das ist eben auch, wo ich heute Vorträge halte vor Firmen und vor Hauskreisen und vor Gemeinden, eben über die Macht der Gier. Und das ist etwas, was ich eben damals natürlich nicht mehr hatte. Und auf einen Schlag, vielleicht um das kurz noch anzulesen, auf einen Schlag brachen mir alle 12 Elemente weg, auch denen, aus denen ich die Josef Müller Erfolgsstory gestrickt hatte. Gesundheit und Kraft, Geld und Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Und das sind einfach die Punkte. Ich war vollkommen verlassen im Gefängnis, war krank und bin, wie gesagt, dort eben zur eigentlichen Selbsterkenntnis gekommen, dass ich nichts mehr hatte, dass ich eine, wie mir ein Gläubiger geschrieben hat, eine erbärmliche Wurst bin. Und ich habe mich zwar fürchterlich aufgeregt, aber ich habe mir selber zugegeben, Josef Müller, ich bin eine erbärmliche Wurst. Und das ist eben der Punkt, wo ich nur noch mehr einen hatte. Meine Mutter ist verstorben, wie ich ins Gefängnis kam, mein Vater war dement. Meine Freunde, wie Sie schon sagten, die Freunde von früher, die Großen, die wollten nichts mit mir zu tun haben. Mit jemandem, der im Gefängnis ist, da will man nichts zu tun haben, sah ich früher auch so. Und normale Leute kannte ich nicht. Und jetzt war ich im Gefängnis und so blieb mir nichts anderes übrig, was heißt anderes übrig, als zu überlegen,
setzte jetzt seinem Leben ein Ende und da war es ja wirklich schärfer und dort eben, ich habe es aber trotzdem versucht, ähnlich wie in dem Buch, Gott heilt auch dich, eben das Leben zu übergeben. Und ich habe dem Herrgott mit ganz einfachen Worten gesagt, dass ich am Ende bin, dass ich nichts mehr habe, dass ich selbst schuld bin, dass ich jetzt dort bin. Also ich würde sagen, Recht geschieht mir. Aber ich habe so dieses Gefühl gehabt, Gott gibt mich nicht auf. So wie in dem Beispiel an Lukas 15. Und dann habe ich einfach formuliert, ohne zu wissen, wie auch immer, ohne eine Vorlage zu haben, habe ich gesagt, Herrgott, vergib mir, ich habe Mist gebaut, bin falsch gegangen, ich möchte umkehren im Leben, ich möchte Gutes tun, ich möchte Schaden gut machen und habe gesagt, wenn du was aus meinem Leben machen kannst, dann übernimm es einfach. Und dann habe ich eigentlich erwartet, dann käme irgendeine Antwort, vielleicht ein Donnern oder irgend so etwas. Es kam eigentlich nichts. Allerdings, 2 Tage später bin ich aufgewacht in der Früh. Sie müssen es so vorstellen, ich hatte immer Freude von außen, wenn ich eine Yacht hatte, ein neues Auto, eine neue Freundin. Das hat dann eine Woche angedauert und dann ist es wieder weg gewesen. Aber ich hatte nach den 2 Tagen, nachdem ich Jesus mein Leben übergeben habe, hatte ich eine innere Freude. Herr Klempner, das brannte aus mir raus, aus innen raus, dass ich mir gedacht habe, hoi, was ist denn das? Das war eine Energie und eine Freude, die bis heute noch anhängt. Und ich bin, Sie müssen sich vorstellen, im Gefängnis auf den Gang raus und habe alle Mitgefangenen und alle umarmt und habe gesagt, wie schön ist dieser Tag und hier ist es so wunderbar. Und die sind alle zum Arzt gerannt und haben gesagt, die Medikamente, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Okay? Und der Arzt hat gesagt, Herr Müller, umarmen Sie keine Leute mehr. Ihre Geschichte erinnert mich an den Saulus, der erst ein Christenverfolger war und dann von Gott überwältigt wurde und ein Licht sah und eine Stimme hörte und dann bekehrte er sich zu Jesus Christus und er wurde ein glühender, begeisterter Christuszeuge. Sie hatten ein ähnliches Erlebnis dort im Gefängnis, in der Gefängniskirche. Ich glaube, das war im Frühjahr 2006, ja, als Sie dann morgens eine heilige Messe besuchten und dann kam etwas Merkwürdiges. Vielleicht können Sie diese Geschichte kurz noch einmal erzählen. Wir hatten die Möglichkeit, als Gefangene jeden Sonntag um 8.30 Uhr in die katholische Kirche, Anstaltskirche zu gehen und dort die Messe zu feiern. Und ich habe dies natürlich wahrgenommen, dieses Angebot. Und es war ungefähr 2 Wochen nach diesem Übergabegebet und nach dieser Wärme und so. Und es war im Frühjahr 2006, ist richtig. Und dort Sie müssen sich so vorstellen, in dieser Kirche waren Stufen nach oben. Und diese restlichen Gefangenen, die sind alle diese Stufen nach oben und waren in den Bänken. Ich konnte ja mit dem Rollstuhl nicht die Stufen rauf, sondern ich habe vor den Stufen Platz genommen und hat praktisch auf den Altar so von unten gesehen. Die Leute haben aber mich nicht gesehen, weil die waren ja erhöht gesessen. Und so war ja die Kirchenbank dazwischen. Und plötzlich, und es war kalt natürlich in der Kirche im Frühjahr, und plötzlich trifft mich wie ein Schlag ein Lichtschein. Und dann dachte ich mir, naja, ich wusste am Anfang gar nicht woher. Und dann habe ich gegen die Wand, also gegen das Kirchenfenster geschaut, und da ist durch dieses Putzenglas eben wie so ein Brennstrahl auf mich runtergekommen, weil im Winter, so hatte es ich eben gedeutet, der Strahl eben so tief war, dass der mich erreicht hat. Und er hat, weil er wie so ein kleiner Strahl war, nur mich erfasst. Und auf einmal wurde mir natürlich warm in der kalten Kirche, wenn sie da voll hinter dem Lichtschein. Ich habe das genossen. Ich habe nichts mehr gesehen, weil wenn sie mir voll getroffen werden von einem Lichtstrahl, dann sehen sie nichts mehr. Allerdings, das hielt an, einige Minuten sogar, dann haben sich meine Augen an das Licht gewöhnt und dann habe ich gegen diese Scheibe geschaut und dann habe ich es hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich wusste allerdings nicht, das zu deuten, habe ich eine Taube gesehen, an Glas hängen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, später habe ich das gelesen, dass man auch Tauben interpretiert mit dem Heiligen Geist. Ich kann dazu nichts sagen, aber ich möchte nur sagen, das, was ich gesehen habe. Und es war für mich ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe dann die anderen gefragt, habt ihr das auch gesehen und so. Die haben gar nichts gesehen, okay. Also nur ich hatte es gesehen.
Und was jetzt das Ganze so wertvoll auch macht, seit diesem Zeitpunkt sind meine Erlebnisse im Gefängnis ganz anders gelaufen, wie es vorher war. Ich war vorher auch in einer kleinen Zelle. Auf einmal kam, ähnlich wie dem Josef im Alten Testament, der Gefängnisvorsteher, der kam zu mir und hat gesagt, er möchte mich kennenlernen. Es entstand dort eine Sympathie und er ist im Verwaltungsbau. Der hat eigentlich nichts zu tun mit den Gefangenen. Er kam aber, um mich kennenzulernen, aus welchem Grund auch immer. Und ich war ihm sympathisch, er hat gesagt, Sie sind nicht der typische Gefangene hier. Ich habe mir gedacht, hoffentlich irrt er Sie nicht. Und hat mir dann gleich eine Stelle angeboten als Gefangenenvertreter. Ich wurde auch ein Einkaufsbeirat. Wir hatten so eine kleine Lebensmittelgeschäft dort für 1400 Gefangene, die sich dann Duschgel oder Obst kaufen konnten. Und seit diesem Zeitpunkt, dann bekam ich einen neuen Haftraum, einen großen Haftraum und hatte so das Gefühl, ich müsste Jesus näher kennenlernen. Und wie ich das machte, gab es die einzige Möglichkeit, eben Theologie zu studieren. Ich wollte nicht Pastor oder Pfarrer werden, aber ich wollte mich einfach informieren über Jesus Christus. Habe den Antrag gestellt, der wurde genehmigt und die BFU, Bibelfernunterricht in Worms, hat mir sogar ein Stipendium gegeben. Und so habe ich alles über Jesus erfahren aus meinem Theologiestudium. Wunderbar. Ich werde immer noch mal wieder an den Apostel Paulus erinnert, der dann ja auch ein großartiger Theologe wurde, so wie Sie dann auch im Gefängnis Theologie studiert haben. Paulus war ja auch, wie gesagt, häufiger im Gefängnis. Und ich wurde an eine Passage erinnert, als Sie gerade diesen Teil Ihrer Geschichte erzählten, den ich dann auch im Buch nachgelesen habe, dass der Apostel Paulus mal einen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und da heißt es, ein neuer Tag bricht an. Deshalb wollen wir als Kinder des Lichtes die Werke der Finsternis ablegen. Wir wollen ein anständiges Leben führen, ohne üppige Gelade und Saufereien, ohne Ausschweifungen und Sittenlosigkeit, ohne Streit und Eifersucht. Stattdessen soll Jesus Christus euer Erlöser sein. Ist das nicht eine Passage, die auch auf Ihr Leben zutrifft? Mein Leben hat sich gerade zu diesem Zeitpunkt vollkommen, und zwar in allen Bereichen, geändert. Allerdings nicht so, dass es von sich alleine passiert wäre, nicht in allen Dingen, aber doch in manchen. Das heißt, ich möchte es mal so schildern. Ich habe bereut, was ich getan hatte. Ich wollte einen neuen Anfang haben. Gott und Jesus und der Heilige Geist waren bei mir, das Gefühl hatte ich. Der Geist, wie es so schön heißt, bezeugt deinem Geist. Ich wusste auf einmal, ich wäre erlöst, wenn ich das von ganzem Herzen und ehrlich, und so war meine Einstellung, bereut hatte. Ich habe gemerkt, dass ich mein Leben radikal ändern muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals zum Beispiel in allen Dingen, gesundheitlich auch, vollkommen fertig. Ich hatte ein metabolisches Syndrom. Das heißt, ich hatte Übergewicht. Ich hatte 37 Kilo mehr wie jetzt. Ich habe 110 Kilo gewogen. Ich hatte Bluthochdruck und ich war Diabetiker. Und die drei Dinge zusammen mit meinem Lebenswandel, nämlich Alkohol, Champagner, spät gegessen, zu viel gegessen, die hätten unweigerlich zum Tod geführt. Und zwar sehr bald. Ich kann es nicht sagen, weil ich bin den anderen Weg dann gegangen und ich habe gewusst, ich muss mein Leben ändern. Und ich hatte nie eigentlich abnehmen können, bloß mal als Beispiel, weil immer ich da was getrunken hatte und hier und das Fleisch war schwach und alles mögliche. Aber ich habe gesagt, Herr, wenn du mir hilfst, wenn du mich errettest, wenn du mir eine neue Möglichkeit gibst, dann bete und bitte ich darum, dass du mir hilfst, in allen Dingen mein Leben zu ändern. Und als allererstes, Mensch ist vielleicht, hat mich natürlich im Rollstuhl gestört, diese 110 Kilo, das Übergewicht. Ja. Und ich kam dann, er hat mir dann, da kam jemand und hat mir erzählt, wie ich Gewicht verliere. Das steht auch in meinem Buch, ich möchte da gar nicht viel ausführen. Also um zum Ergebnis zu kommen, in 6 Monaten habe ich ohne einen Tag zu hungern,
Mit einem, allerdings nicht mit einem System, das ich heute, Entschuldigung, in den Medien oder im Fernsehen oder so sehe. Weil wenn die Leute abnehmen, nehmen sie ja wieder zu, sonst würden sie ja danach keine Produkte mehr zu sich nehmen. Sogenannter Jojo-Effekt. Ich hatte also mich damit befasst und hatte ohne Hunger zu haben in 6 Monaten 37 Kilo abgenommen und esse heute, habe mein Leben umgestellt, esse heute Obst, Gemüse und es macht mir Spaß dabei. Und ich, selbst wenn ich heute einen Lebkuchen zu Weihnachten oder einmal einen Schweinsbraten esse, dann nehme ich einen zu, okay? Mhm. Weil ich eine ausgewogene Ernährung habe. Und da hat mir Gott dabei geholfen. Wunderbar. Es gibt natürlich Situationen, sicher auch im Gefängnis, wo Sie dann nicht nur auf Höhen gingen, sozusagen als Gipfelstürmer, sondern wo man dann auch in ein Tal hineinkommt, und ich denke wieder an einen Psalm, Sie kennen den auch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und wenn ich schon wanderte im finstern Tal, bist du auch um mich. Ja. Das heißt, es gab dann auch mal eine Krise, Sie sprachen gerade von Ihren Krankheiten, Sie hatten Diabetes mellitus, und diese Krankheit führt letztlich zur totalen Blindheit, und das war natürlich eine Krise, die man bewältigen muss. Können Sie das noch mal etwas näher erläutern? Wie ich ins Gefängnis kam, hat der Arzt natürlich Grunduntersuchungen mit mir durchgeführt. Unter anderem wurde ich auch zum Augenoptiker im Gefängnis, der alle Woche einmal da war, gesandt. Und der hat gesagt, mit dem Müller, mit den Augen, da stimmt was nicht. Sie müssen sich untersuchen lassen in der Augenklinik. Und da bin ich ausgeführt worden mit einem Beamten. Und der Arzt in der Augenklinik hat sehr bedächtig geschaut, nachdem er meine Augen geschaut hat, und hat gesagt, Herr Müller, ich muss Ihnen mitteilen, Ihre Diabetes, die Sie nicht behandelt haben, denn Sie haben sich nicht mehr an das gehalten, Medikamente genommen und falsch gelebt, sich falsch ernährt, die führte jetzt dazu, dass Ihre Netzhaut sich ablöst und dass Sie spätestens in einem Jahr gehen bei Ihnen die Lichter aus. Dann sage ich, wie die Lichter aus? Sagt er, Sie sind blind in einem Jahr. Dann sage ich, das geht doch gar nicht, im Rollstuhl und blind. Sie müssen sich vorstellen, also ich kann nicht meinen Stock halten, ich muss ja vorwärts. Also das war für mich schlimm. Und das war so ein Schock, dass ich gesagt habe, Sie könnten operieren und so. Dann sagt er, nein, Sie haben den Punkt überschritten, wo Sie nicht mehr zurück können. Sie werden blind. Das können Sie nicht abwenden. Wir können es höchstens ein bisschen verlängern, das eine Jahr noch zu 1,5 Jahren, indem wir mit einem Laser, mit Lasersitzungen eben diese Netzhaut noch etwas veröden. Und aber in 1,5 Jahren ist da, selbst mit dieser Verlängerung, ist bei Ihnen zappenduster. Und jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen. Sie sind auf einem neuen Weg und da und alles ist da. Ich habe halt damals gelernt, auch mit Gott zu sprechen, mit Jesus zu sprechen. Und habe gesagt, Jesus, wenn ich jetzt deine Bibel lesen soll und das Bibelstudium mache und theologische Ausbildung, dann muss ich jetzt das abbrechen und muss die Braille-Schrift lernen, die Blindenschrift, weil ich war vollkommen fertig. Und dann habe ich gebetet und gebetet, weil ich habe gelesen, Gebet hilft immer. Er hört jedes Gebet. Und da habe ich gesagt, Jesus, also wenn es jetzt etwas Wichtiges gibt, dann ist mein Augenlicht. Und ich hatte alle 14 Tage so Lasersitzungen und nach der vierten und hat sie nichts getan. Ich habe aber weiter gebetet. Ich habe betet ohne Unterlass. Da habe ich auch das mit der Witwe gelesen, wie die Witwe immer zu dem Richter kam und irgendwann war es dem leid und hat sich dann angenommen. Und ich habe gesagt, ich mache wie die Witwe, immer weiter. Ich falle dem einfach so auf die Nerven. Und irgendwann ist es tatsächlich passiert. Ich kam in die Augenklinik zu meiner Lasersitzung und dann haben die festgestellt, hatten die ein Problem und da haben sie zuerst gedacht, sie hätten den falschen Patienten, den falschen Akt und alles. Und dann ist der Oberarzt gekommen und die schauten in meine Augen durch das Mikroskop und dann der Chefarzt und dann die Klinikleitung. Und ich habe gesagt, sag doch bitte, was ist jetzt los hier, warum schaut ihr alle in meine Augen? Mhm. Und die haben dann gesagt zu mir, wir können es uns nicht erklären. Vor 14 Tagen haben wir noch dies gelasert. Wir haben normalerweise müssten dort eben Narben drinnen sein, aber sie haben jetzt eine Netzhaut wie ein Kind, wie ein Baby. Wir können nichts erkennen. Wir können nicht einmal erkennen diese Laserbehandlungen. Und dann sage ich ja, und jetzt? Na, wie würden Sie das nennen? Und dann haben die Leute, das waren, ich sage jetzt einmal, nicht jetzt christliche Leute, das waren halt normale, ungläubige, meine Ärzte halt, die haben gesagt, wir haben da keinen anderen Ausdruck dafür, als dass es ein Wunder ist. Mhm.
Und dann habe ich gesagt, preis den Herrn, er hat mein Gebet erhört. Sie, also das ist ja, das war wie eine zweite Geburt. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, Sie bekommen die Diagnose blind und auf einmal haben Sie Augen wie ein Kind. Mhm. Und die konnten sich das nicht erklären. Und ich habe erst, bin dann nach Hause, habe dann nur, also nach Hause, Entschuldigung, nach Hause, ins Gefängnis zurück mit den Beamten und ich besorge heute die Akten gerade drüber, über diese Bilder, um das auch zu beweisen zu können, dass mir tatsächlich so ein Wunder widerfahren ist. Mhm. Und das hat mich so bestärkt in allem, dass Gott das Gebet hört. Mhm. Und ich habe weiß Gott geschrien, auch in meiner Zelle drüber. Und umso glücklicher war ich. Ich bin aus dem Dank, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, Herr Klempner, da kommt mir so ein Schaudern, dass ich mir am liebsten sagen würde, Herr, das, was du gemacht hast aufgrund meines Gebetes, ich kann es dir niemals danken. Ich kann es dir niemals zurückzahlen. Das ist so etwas Unglaubliches. Mhm. Und das hat mein Herz ziemlich ergriffen. Ja. Und ich habe gewusst, ich bin auf dem richtigen Weg. Wunderbar. Gott heilt und Gott hört. Mhm. Und das im Gefängnis. Ja. Ich bin kürzlich in China gewesen und habe mit verfolgten Chinesen gesprochen, die zum Teil 10, 20 Jahre im Gefängnis gesessen haben. Ja. Und sie haben mir gesagt, im Gefängnis haben wir angefangen, Gott zu loben und zu danken und zu preisen. Und er ist mitten im Gefängnis bei uns gewesen. Ja. Und wir haben da eine innere Freiheit erfahren, die wir für unmöglich hielten. Aber Gott ist größer als unser verzagtes Herz. Sie sind dann nach 5 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden, standen sozusagen vor dem Nichts. Und als sie die Gefängnistore hinter sich ließen, stand auf der Straße ein Mercedes. Wie ist der dahin gekommen? Und der gehörte ihnen. Ja, das ist, wissen Sie, wenn ich das alles aneinanderreihe, dann bleibt mir einfach der Mund offen stehen. Und ich sehe das auch als einen Teil der Gnade an. Bei mir war ich hatte einen Häftlingskollegen, der rumstand, sage ich mal, auf dem Gang, nachdem wir eine Stunde geöffnet hatten, auf dem Gang. Und ich habe den angesprochen, weil er gar nicht so, ich sage mal, so wild ausgeschaut hat. Der war völlig fertig. Und ich habe mit ihm gesprochen und der war Gutachter in München. Es hat sich dann herausgestellt, dass der versehentlich, also seine Unschuld wurde kurzfristig bewiesen und dann... Ich habe mit ihm aber gebetet. Ich habe gesagt, lass uns beten, wenn du unschuldig bist, dass du kurzfristig rauskommst. Und das Gebet ist erhört worden. Er kam raus. Es hat sich herausgestellt, dass er eigentlich nicht derjenige war, für den sie ihn gehalten haben. Und ich habe ihm einen Anwalt besorgt, einen guten Strafverteidiger, und mit ihm gebetet. Und da hat er das irgendwie, das hat ihn so ergriffen, dass er gesagt hat, wenn du rauskommst, hast du nichts. Aber ich kaufe dir ein Auto, ein gebrauchtes Auto. Das Auto ist 16 Jahre alt, aber hatte damals 70.000 Kilometer. Für einen Mercedes ist das gar nichts. Ohne den Namen jetzt zu nennen, hätte auch ein anderes Auto sein können. Aber und hat gesagt, ich versichere das ein Jahr, ich zahle die Steuer und nach einem Jahr kannst du das ablösen, was mir damals zu meinem Vater gelungen ist. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn Sie neu ins Leben kommen, wollen neu Fuß fassen und mit dem Rollstuhl ist halt, ein Rollstuhlfahrer braucht halt, wenn es geht, ein Auto, um mobil zu sein. Weil ich kann nicht einfach 100 Meter, wenn ich im Berg wohne, gehen und kann also dort die Strecke übermitteln. Und da ist ein Auto ein hilfreiches Mittel dazu, um wieder im Leben Fuß zu fassen. Und da hat mir eben dieser Max hieß er, dieser Gutachter aus München, geholfen und wer bekommt schon ein Auto geschenkt? Also das sah ich auch an als Vermittlung durch den Herrn, weil es ist genauso unüblich, wie dass ihre Augen auf einmal jungfräulich aussehen. Also das, da weiß ich, da hatte jemand die Hand im Spiel und heute sehe ich das nicht als irgendwelche, heute weiß ich ganz genau, wer das war und das ist unser Herr und Gott. Wenn ich an diesen Mercedes denke, werde ich an einen Slogan von Mercedes erinnert. Mercedes denkt und der Mensch lenkt. Ja. Und es gibt ja dieses andere Sprichwort, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und wurden ihre Wege von Gott gelenkt in einer wunderbaren Weise, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja. Ja. Sie sind seit 3 Jahren wieder aus dem Gefängnis und ihre wichtigste Anlaufstelle ist jetzt nicht die Münchner Schickeria und die Wochenendpartys,
wo geprasst, gesoffen, gehurt und gekokst wird, natürlich nicht immer, aber häufiger, sondern es ist ein Augsburger Gebetshaus, das sie sozusagen als ihre zweite geistliche Heimat gefunden haben. Was macht dieses Gebetshaus und seine Atmosphäre aus? Ich muss dazu sagen, ich kam zu dem Gebetshaus Augsburg, das ist ein überkonfessionelles Gebetshaus ist, allerdings der Leiter, Herr Dr. Johannes Hartl, ein guter Freund mittlerweile von mir, hat katholische Theologie studiert und hat dort auch im katholischen Sinne mit ein Gebetshaus errichtet, dem Sinne nach. Er kam selbst aus Niederbayern, hat aber den Eindruck gehabt, er sollte nach Augsburg gehen mit seiner Frau und mit seinen Kindern, er ist erst kurz über 30. Und dieses Gebetshaus gründen, und zwar eben Gebetshaus in der Art, dass man Gott anbetet. Gott wird angebetet und verherrlicht, egal ob jetzt dort Freikirche oder Evangelikale oder eben Katholische drin sind. Es geht ja um den Glauben an Gott. Und das hat mich so fasziniert und seine jugendliche, moderne Art, die ja auch so mit dem Buch von Dr. Müller klarkam, eben modern anzubeten. Das hat mich so fasziniert, das habe ich auf Radio Horeb schon im katholischen Radiosender schon im Gefängnis gehört. Weil ich hatte einen Radioempfänger bekommen, auch dort im Radio zu hören, und den habe ich schon im Gefängnis gehört und mit ihm auch Kontakt aufgenommen. Und wissen Sie, ich muss, ohne auch jemanden anzugreifen, hat mich sehr verwundert, dass auch unser Gefängnispfarrer gesagt hat, wie er meine Bekehrung mitbekommen hat. Hat er gesagt zu mir, und das hat mich sehr schockiert, das ist jetzt kein Vorwurf, aber es ist einfach ein Fakt, hat er gesagt, Herr Müller, Ihre Begeisterung für Gott, die gibt sich schon. Bis Sie entlassen sind, haben Sie das wieder vergessen. Und das erinnert mich an den Steuerberater damals, der gesagt hat, naja, Sie sind behindert. Nein, ich habe gedacht, mein Feuer ist nicht ein Strohfeuer, bei mir ist nicht gesät auf einen Weg, sondern ich habe ganz klar gewusst, wo mein Weg hingeht. Und der geht zu Gott und mit Gott. Und so kam ich eben, wie ich entlassen worden bin ich nach Augsburg gefahren zu dem Johannes Hartl und habe gesagt, Johannes, ich habe dich gehört im Radio, du hast mir geschrieben und habe als allererstes mal gesagt, habt ihr einen Steuerberater, kann ich euch helfen? Und dann hat er gesagt, ja, du bist jetzt unser Steuerberater. Und so konnte ich, das war das eine, ich habe das mittlerweile wieder abgegeben, weil mir das zeitlich zu viel war. Aber das Interessante war das, sie waren, die hatten 20 festangestellte Missionare, die lebten nicht durch jetzt ein Gehalt, sondern durch ein, man nennt es Friendraising. Sie hatten Freundesbereich, eine Gruppe, die sie einzeln unterstützt haben. So hatten sie 20 festangestellte Missionare und die waren in einem 40 Quadratmeter großen Elektroladen, das war das Gebetshaus. Und jeder hat sofort gesehen, das platzt aus allen Nähten. Und wir hatten 24 Stunden, wo sich die Leute dann immer getroffen hatten, rund um die Uhr. Und es musste ein neues Gebetshaus her. Und da ich früher immer mit Geld akquiriert hatte für Mandanten, dann später natürlich lange Zeit für mich, und da habe ich jetzt gedacht, und da kam mir das, jetzt kannst du Gott etwas tun, wo du ihm helfen kannst, wo du dem Gebetshaus helfen kannst, wo du zeigen kannst, dass deine Verwirklichung nicht mehr wieder in selber Geld scheffeln und Geld verdienen, sondern ich habe ehrenamtlich ein Konzept entworfen, eben ein Fundraising-Konzept, habe mich da ausgebildet und habe für und mit Dr. Johannes Hartl ein Konzept erstellt, eben Davids Eid hieß das Ganze, eben nach einem Psalm, wo David gesagt hat, ich ruhe nicht länger, bevor ich nicht das Haus des Vaters gebaut habe, hat zwar sein Sohn dann, der Salomon, gebaut, aber es steht in den Psalmen. Und so habe ich gesagt, Davids Eid mit Johannes, wir gehen nach außen und sammeln Gelder ab 1.000 Euro, schon größer als so ein Klingelbeutel, und wir haben fast 700.000 Euro gesammelt, um ein großes Haus zu kaufen, in der Gnade des Herrn. Und das hat mir so viel Auftrieb gegeben, dass der Herr dabei war. Und lustigerweise ist die Sache, dass 400 Spender waren das. Und wenn Sie überlegen, meiner illegalen Zeit waren es auch 400 Anleger. Und diese Gemeinschaftlichkeit, Gott hat, ist, wir haben einen humorvollen Gott, okay? Der dir zeigt auch, dass er dich versteht und dass er jetzt diese 400 Anleger für einen guten Zweck da sind. Und da sah ich wirklich auch
in aller Demut, dass Gott dir verziehen hat und dass du jetzt diese 400 Anleger für einen guten Zweck erwirbt hast. Und so kam ich da rein. Sodass ich jetzt praktisch für über 1 Million dieses neue Grundstück für das Augsburger Gebetshaus bekommen habe. Ja, es hat 600.000 gekostet mit Nebenkosten und. Also das hat dann die 700.000 gedeckt, aber es hat genau gepasst, okay? Wunderbar. Und das ist Gottes Gnade. Er zeigt einem auch, wo wir die Mittel verwenden können dafür. Ja. Ich möchte Ihnen eine allerletzte Frage stellen. Sie haben alles verloren, was Ihnen in Ihrem Leben ohne Gott Glück bedeutete. Das Millionenvermögen, die Luxusjacht, den Wagenpark mit den Ferraris und Porsche und Rolls-Royce und Mercedes und BMW. Ich denke an Ihre Penthäuser, ich denke an Ihren Ruhm. Und übrig geblieben sind nun 10 Millionen Euro Schulden. Und doch bekennen Sie, ich bin unendlich reich geworden. Wie muss man das verstehen? Schauen Sie, das ist etwas, wo ich mir am Anfang selbst gedacht habe, das ist schwierig zu vermitteln. Ich hatte früher meine Identität und mein Leben immer auf Äußerlichkeiten gebaut, auf Sein, auf Schein, auf Mitmachen in den großen Gesellschaften und habe mich von Menschen abhängig gemacht. Weil Menschen haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, toll, was du machst, du musst nur mal größer haben und so. Es war immer meine Schuld. Niemand anderer war schuldig. Ich hätte zu allem Nein sagen können. Heute habe ich innerlich die Freude, die Überzeugung, dass der Geist meinem Geist sagt, ich bin erlöst und ich habe heute einen Partner, ich sage wortwörtlich, einen Partner mit mir, mit dem ich durchs Leben gehe, der meine Zukunft kennt, der mich liebt und der mir die Gnade geschenkt hat. Und ich glaube, wenn Sie jemanden haben, wie Gott, der so groß ist und der Sie liebt, und zwar ohne Kondition, also unconditional, ohne dass Sie was Gutes tun müssen, ich muss nicht in die Kirche gehen, ich muss nicht, es ist umgekehrt. Aus der Liebe heraus gehe ich, okay? Und nicht, weil ich muss, also nicht, um was zu erreichen, um Belohnung zu bekommen, sondern wenn Sie jemand liebt und erfasst Sie mit der ganzen Liebe des Herzens, dann tun Sie alles für ihn. Und das ist etwas, was ich mir niemals mehr leben lassen kann, weil es Gott mir zugesagt hat, dass er die Liebe ist und das mich so begeistert, dass ich am Schluss eben, wie gesagt, auch etwas getan habe, dass ich über mein Leben ein Buch geschrieben habe und dieses Buch, ich wollte es gar nicht schreiben, aber das Buch soll zeigen, dass jeder, der in irgendeiner Weise in die falsche Richtung gelaufen ist, dass er zurückgehen kann zu unserem Papa und kann sagen, ihr habt missgebaut, ich bereue das, führe mich auf den richtigen Weg und ich sage Ihnen eins, Herr Klempner, unser großer Gott, der lässt sich nicht lumpen, der ist da. Wenn Sie ihn rufen, ist er da. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Und ich werde noch zum Schluss an den verlorenen Sohn erinnert im Gleichnis, das Jesus erzählt. Er machte sich auf, um zu seinem Vater zu gehen und sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater kommt ihm mit offenen Armen entgegen, schließt ihn in sein Herz und sagt, es ist alles gut. Und er sagt zum Schluss in diesem Gleichnis, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und am Ende heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Zeugnis. Und ich denke, Sie haben diese Begeisterung auch für andere Menschen zum Ausdruck gebracht, dass diese Begeisterung auf andere übergeht und dieser Funke auf andere überspringt, auch auf unsere Zuschauer. Und liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen zum Schluss ein Wort Jesu mit auf den Weg geben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und belastet seid. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch. Jesus Christus meint es auch gut mit Ihnen. Gott segne Sie.